So. Und jetzt bedanke ich mich schon mal bei allen, die zugeschaut haben, denn jetzt passiert, wie gesagt, auch nochmal auf meiner Seite die Analyse zu dem Sono Motors-Thema. Ich wollte das Thema eigentlich einen Schritt zurückgehen. Und zwar einmal, um wirklich darauf zu kommen, was wir hier eigentlich sehen. Ich mache das an einem Beispiel fest. Vor gut 10 Jahren habe ich mein erstes Produkt bei Indiegogo gekauft und habe fast 4 Jahre gewartet, dass dieses Produkt auch wirklich reell wurde und zu mir gekommen ist. Das war in dem Sinne die sogenannte Pebble Watch. Das war zu der Zeit, wo auch noch ein Steve Jobs lebt und gesagt hat, kein Mensch will Smartwatches haben. Da ist halt ein Stanford-Absolvent hingegangen und hat mit 3, 4 weiteren Leuten erst ein Brett Chip, also das ist das sozusagen ein Konzept Chipsatz entwickelt, wo ein E-Paper Display drauf war und hat dann dementsprechend bei Indiegogo das Geld eingesammelt, um dann auch dieses Produkt an den Markt zu bringen. Das heißt, sie waren zu dem Zeitpunkt definitiv Innovatoren, haben ein Produkt an den Markt gebracht, das auch eine offene API hatte. Also es konnte jeder Externe da auch für diese Watchfaces oder auch Programme entwickeln. Ich konnte damit sogar meine KNX-Anlage zu Hause, also die Home-Steuerung mitsteuern. Und sie hatten eine tiefe Integration hin zu ITFFF. Das ist diese Plattform, wo ihr sozusagen Rezepte nutzen könnt. Und wenn zum Beispiel euer Auto in die Einfahrt fährt, dann macht er automatisch das Licht an und spielt euren Lieblingssong, wenn ihr in die Tür reinkommt. Also einfach was, wenn etwas ausgelöst wird, tritt etwas Nächstes ein. Und das konnte man halt mit dieser Uhr auch wunderbar machen. Ich habe zum Beispiel immer Mitteilungen bekommen, wenn die Temperatur so niedrig war oder Schnee dementsprechend anstand, dass ich darüber informiert wurde, sodass ich morgens nicht überrascht wurde, sondern ein bisschen früher aufgestanden bin, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. So, warum erzählt der Typ da gerade vom Mikrofon was von einem Smartwatch-Hersteller? Ja, Sono Motors und ihr Sion hat eine ähnliche Geschichte. Und zwar wollten die drei Gründer hier ein Fahrzeug bringen, was gerade in der Zeit des Dieselskandals aufkam, was eben den großen OEM so ein bisschen die rote Nase aufsetzen sollte und sagen sollte, wisst ihr was, wir müssen nicht mit euch gehen, wir bringen hier etwas Eigenes. Und haben dann viele Themen zusammengemischt und in ein Produkt gebracht. Viele Themen bedeutet, sie wollten ein Fahrzeug auf den Markt bringen, was einerseits nicht nur für euch genutzt werden kann, sondern auch im sogenannten Sharing funktionieren kann, also auch die Nutzungszeit erhöhen. Sollte ein Fahrzeug sein, was einfach zu reparieren ist, was jeder eigentlich selbst daheim oder mit wenig Know-how machen kann. Also nichts, wo hohe Folgekosten in jährlichen oder sogar halbjährlichen Reparatur- oder Serviceterminen enden sollte. Sie hatten das Thema der Elektromobilität für sich gesehen, um auch ein nachhaltiges oder umweltfreundliches Produkt auf den Markt zu bringen. Sind auch hingegangen und haben gesagt, wir integrieren Solarzellen in dem Fahrzeug, nicht nur oben auf dem Dach, sondern auch in den Seiten, so dass der übliche Weg, den jemand fährt, eigentlich auch während eines sonnigen Tages auch wieder eingeführt wird, so dass ich eigentlich mit dem Fahrzeug nie zum Laden fahren muss. So, und dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie das Thema bidirektionales Laden mit anbieten wollten, also dass so ein Fahrzeug bei einer Nutzung eines Hauses, was irgendwie 11 Kilowatt am Tag verbrauchen würde, auch so 2, 3 Tage die Verbräuche eines Hauses auffangen konnte. Nachdem sie bei Indiegogo waren, da gab es auch noch 2 Fahrzeuge, die sie angeboten haben. Eins mit noch einer viel kleineren Batterie und das mit dem Ansatz der heute ja, langen Batterie in Anführungsstrichen, sind sie dann hingegangen und haben dann in weiteren Runden Geld auch bei, ich glaube, das ist, wenn wir hier aufs Finanzielle, mal eben gucken, ob ich das hier finde.
auf weiteren Plattformen, Crowdfunding-Plattformen Geld eingesammelt, um dieses Fahrzeug dementsprechend auf den Markt zu bringen. Ich meine, diese Seite nennt sich Cedars. Hier haben wir es so. Und da wurden dann dementsprechend auch Anteile mitverkauft. Da gab es dann auch eine Überzeichnung und dementsprechend ist es auch so, dass sie hingegangen sind und hier, hier haben wir es auch, so, sie haben als erstes, Entschuldigung, den habe ich vergessen, einen Business Angel dazu geholt, der, nachdem sie 1 Million eingesammelt hatten, auch 1,5 Millionen nochmal in das Unternehmen gesteckt hat. Da sind sie dann und das müsst ihr vergessen, das Ding hier, da könnt ihr hinschreiben, was ihr wollt, da können auch 10 Milliarden stehen, eine Unternehmensbewertung, eine nachhaltige Unternehmensbewertung ist eigentlich das 2,5-fache bis 3-fache des Umsatzes, den ihr gemacht habt und nicht irgendwie etwas gemessen an, ich habe Geld zu dem und dem Kurs eingesammelt oder ich habe in Anführungsstrichen hier einen Dummen gefunden, der zu den und den Konditionen investiert hat. Weil da jetzt passiert nämlich Folgendes. Jetzt sind sie hingegangen und haben gesagt, wir verkaufen auch Anteile bei Cedars. Wie gesagt, das ist eine Crowdfunding-Plattform, wo ihr auch Anteile des Unternehmens bekommt. Die haben gesagt, diesen Bruchteil an Anteilen oder diesen Stück vom Kuchen an Anteilen geben wir hier frei. Und wir wollen da zum Beispiel 1 Million für haben. Jetzt sind aber nicht 1 Million, sondern 1,6 Millionen zustande gekommen. Das heißt, der Stimmanteil, der Besitzanteil wurde weniger für die Leute, die dort Geld investiert haben. Und das Ganze haben wir dann noch ein zweites Mal gemacht, nachdem wir schon 5,6 Millionen eingesammelt hatten und haben eine zweite Runde bei Cedars gegründet. Nichtsdestotrotz ist das genau das, was in der Vergangenheit gesammelt wurde. Man kann sagen, so ungefähr 20 Millionen haben sie bisher ausgegeben. So. Und ich glaube, wie sind wir jetzt in die Situation gekommen? Ich habe ja häufig auch kritisch nachgefragt, was ist eigentlich jetzt der Stand bei Sono Motors? Wie geht es mit dem Sion weiter? Da sind auch sehr, sehr viele von den Zuschauern abgesprungen, haben gesagt, ja, wenn du so einen Blödsinn über die erzählst, dann will ich auch nicht mehr bei dir Abonnent sein und ich nehme mein Abo weg. Das ist jedem gutes Recht, aber ich mache das hier ja nicht, weil ich irgendwie jemanden nach dem Mund reden will und irgendwie eine rosarote Brille aufhabe, sondern ich habe das Zeug gelernt. Ich bin 17 Jahre Managementberater gewesen und wir haben solche Startups analysiert, wir haben solche Startups mit gefördert oder eben auch gesagt, dass es keinen Sinn macht. So, jetzt nehmen wir nochmal einen kleinen Schwung zurück. Sono Motors gibt es seit ungefähr 7 Jahren, seit ungefähr 12, 15 Jahren ist es ein mediales Schaulaufen auf den verschiedensten Kanälen und Sendungen auch, die dieses Thema Startup in den Vordergrund gerückt haben. Da gibt es einen Shark Tank in den USA, da gibt es einen Dragon Stand und bei uns die Höhle der Löwen, wobei auch die Höhle der Löwen finde ich am schwächsten und ich komme auch gleich dazu, warum ich es am schwächsten finde. Denn Höhle der Löwen ist eine Sendung, die rein auf die Zuschauerzahlen ausgerichtet ist. Also in den ersten Jahren sind da ja kaum wirkliche Deals zustande gekommen. Und ja, es wird mit eigenem Geld von den Investoren investiert, aber die geben ja natürlich auch ihr Geld, ihr Venture-Kapital nur aus, wenn sie auch wirklich an diese Themen glauben. So, und in den USA, wie gesagt, läuft es, glaube ich, in der 15. Staffel und da gibt es Unternehmen, die riesengroß geworden sind. Also ein Beispiel davon ist zum Beispiel die Kamera- und Sicherheitsfirma Ring. Diese Firma ist vor gut 10 Jahren bei Shark Tank gewesen und wollte 1 Million einsammeln für ihr Kameratür-Klingelsystem und sie sind ohne Invest weggegangen. Bei Shark Tank sitzen auch Investoren, die Firmen gegründet haben wie GoPro oder der Mark Cuban, der auch Besitzer von den Dallas Mavericks ist, der in Unternehmen investiert ist wie Uber und Twitter und so weiter und so fort. Und genau jetzt sehen wir die Geschichte. Ein Startup hat in der Regel ein Ziel. Entweder Produkte an den Markt zu bringen und wirklich zu glauben, ich muss jetzt mich hier oder mein Wunsch ist es, dieses innovative Produkt an den Markt zu bringen oder es
ist darauf aus, mit seinem Know-how, mit seinen Patenten, die es gemacht hat, einen großen Player zu finden, der einen unendlich großen Betrag dafür bezahlt und so gesehen mich auskauft. So, und da kommen wir jetzt nämlich genau zu dem Punkt, wo sich, glaube ich, Sono Motors ein bisschen in dem Weg steht. Denn in diesem Video, was ihr ja wahrscheinlich alle gesehen habt, geht es darum, dass sie sich verbiegen mussten. Ja, also sie haben bisher 20 Millionen ausgegeben und wollen jetzt noch 255 Millionen haben, um das Fahrzeug wirklich auf die Straße zu bringen. Und sie sprechen immer, dass in ihrem Paragraph 3, dass sie ein nachhaltiges Unternehmen gründen wollen, was sich niemals irgendwie verbiegen wird oder irgendetwas anderes als Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und ein faires Miteinander betrifft. Und jetzt trifft dieses Unternehmen auf den harten Markt, auf die harte Wirklichkeit, wo es darum geht, Geld von Investoren einzusammeln. Und das ist eine Aussage, jeder, der von euch mal Shark Tank gesehen hat, der weiß, wer Mr. Wonderful ist. Googelt den Typen mal und der hat sicherlich das ein oder andere auch kurze Video bei YouTube, wo der wirklich die Leute auseinandernimmt und sagt, jetzt mal Schluss mit dem Kumbaya. Ein Investor ist keine Spenden- oder Wohltätigkeitsorganisation. Es geht einem Venture Capitalisten nur darum, um eins, um Money, Money, Money. Und es geht denen darum, dass sie ein Turnover sehen, dass sie sehen, wie schnell geht mein Geld, was ich dort investiere, wie schnell bekomme ich das zurück oder habe ich überhaupt eine Chance, das zurückbekommen? Und darum, jetzt kommen wir wieder zur Höhle der Löwen, denn in Höhle der Löwen, finde ich, sind mehrere solche auf die Tränendrüse drück, die jetzt zustande gekommen, wo Leute irgendwie noch 4% ihres Unternehmens besaßen und die nochmal eine Geldrunde brauchten, um das einzusammeln. So, es sind nicht 4%, sondern noch 64%, die bei den Gründern liegen. Und ich glaube, selbst das ist zu wenig, weil wir wissen, wir brauchen noch 250 Millionen. Das ist ungefähr 13 Mal so viel, wie wir bisher ausgegeben haben. Und an wen willst du da was geben? Wer soll davon überleben? So, entweder hast du von Anfang an jemanden, der dir sagt, ich bin bei deiner Journey mit dabei und ich finanziere dir das vor. Das ist dann das Thema, dass ich auch hingehen muss und sagen muss, okay, wenn das Fahrzeug für 25.000 Euro verkauft wird, dann habe ich eine Marge von 30% da drin, dann gehe ich mit euch mit und finanziere euch das Thema vor. Und dann müssen wir bis dann und dann an dem Markt sein, weil der Markt läuft an uns vorbei. Das ist hier nicht passiert. Im letzten Jahr ist eigentlich gar nichts passiert, außer dass wir Renderings vom Innenraum und vom Exterieur gesehen haben, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Selbst die Deals, die dann mit Conti, mit Evan Klinger und Bosch geschlossen worden sind, sind mit den ersten Prototypenfahrzeugen passiert worden. So, und das war genau der Grund, warum ich gesagt habe, Moment, jetzt bin ich zwar dort investiert mit 1.000 Euro, habe ich angezahlt und wollte auch so einen Sion haben, weil ich halt einfach begeistert von dem Konzept war, aber das war 2018. Ich bin davon ausgegangen, dass dieses Fahrzeug Ende diesen Jahres zumindest in erster Stückzahl auf den Markt kommt und nicht, dass ich bis 2022 noch warten muss. So. Dann kam ja der erste große Rückschritt oder beziehungsweise für mich ein Thema, wo ich gesagt habe, das wird nichts mehr. Das Thema ist durch. Wo eine nachhaltige Firma hingegangen ist und gesagt hat, ja Moment mal, der Sion, der ist ja eigentlich auch nicht für Langstrecke und für den Ersatz des Hauptfahrzeuges vorgesehen, sondern soll auch mit so einem Stadtfahrzeug, zweites Fahrzeug einer Familie sein, weil wir wollen die Akkus nicht vergrößern und das passt so und das soll ja eigentlich mehr ein Pendlerauto sein. Da haben schon ganz viele von euch auch geschrieben, wo ist es nachhaltig, ein Auto zu bauen, was eigentlich nicht als Erstfahrzeug fungieren kann, sondern als Zweit-, Dritt-, was auch immer Fahrzeug gelten soll.
Natürlich gab es dann auch viele Studenten, die gesagt haben, cool, ich investiere in dieses Unternehmen und während ich studiere oder wenn ich anfange zu arbeiten, dann lasse ich diese 16.000 damals ja noch oder jetzt 25.000 Euro für mich arbeiten. Ich lasse das Ding einfach in der Großstadt stehen und das können die Leute mieten und ich habe ein Case gegründet, wo sie mit Geld verdienen können. Ja, das ist diese Idee ist einfach klasse. So. Und jetzt kommen wir zu den Themen, wo wir dieses Video gesehen haben und wo sie gesagt haben, sie ziehen blank und sie werden ab jetzt alles offenlegen. Es wird eine Webseite, was wir hier gerade sehen, auch offenlegen, wo man alles sehen kann, wo sie sagen, wir kommen aus der Community und wir werden mit der Community nur überleben. Kann mir bitte jemand von euch sagen, was deren G&V ist? Wie viel verdienen sie? Was kosten diese 100 Mitarbeiter, die machen? Was haben diese 100 Mitarbeiter eigentlich in den letzten 2 Jahren gemacht? Also das, was ich hier sehe, ist, jetzt böse gesprochen, nichts. Was ist auch die Marge an dem Fahrzeug? Das heißt ja, sie wollen ihre Gewinnberechtigungsanteile abtreten an die Community. Was heißt das? Also ihr könnt das Wort gerne mal googeln, ihr werdet dazu nichts finden. Das ist in dem Sinne ist es eine Wortselbstschöpfung. Das ist super schwer. Und verstehe mich nicht falsch, also ich habe das Video auch von Nino und seiner Frau gesehen. Ich bin da vollkommen bei, wenn ich ja, eigentlich wollen wir alle in der Community dieses Fahrzeug haben, aber nicht 2022, sondern jetzt. Und wir gehen alle davon aus, ich habe es euch gerade gezeigt, 2022 ist fast ein Drittel von dem Weg bis zu einem Batteriepreis von $61 im Durchschnitt. Da kann keiner, was hatten ihr geschrieben, 9.500 Euro für diese Batterie mehr nachvollziehen. Ehrlich wäre gewesen, wenn ich jetzt blank ziehe, ich habe alle Kosten da. Ich sehe, okay, ich habe verstanden, ich lege die 50 Millionen hin, die ist wirklich nur für die Werkzeuge da. Und danach werde ich wahrscheinlich oder werden wir wahrscheinlich nochmal auf euch zukommen, weil wir brauchen nochmal 200 Millionen, 205 Millionen, um genau zu sein, um dann auch wirklich die Produktion voranzubringen. Wenn ihr das hier durchlest, dann gehen die davon aus, dass die Zukunftsfinanzierung von den 205 Millionen, die sie brauchen, ein eventuell von einer Bank gewährleistetes 70 Millionen Invest ist. Wo noch nicht bekannt ist, ob das Zeug kommt oder nicht. Ihr könnt euch auch diese Strategie hier runterladen. Ich sehe es dort auch nicht. Das sind Punkte, die verstehe ich nicht. So, und dann kommen wir zu dem Punkt und sagen, ja, vielleicht haben sie ja Patente. Ihr könnt nach Patenten könnt ihr im Internet suchen. Ich gucke mal, ob ich das hier habe. Das habe ich, glaube ich, gestern rausgesucht. Das ist hier die DPMA. Und dann könnt ihr hier, ich verlinke das dann auch, dann könnt ihr hier dementsprechend auf die Seite gehen und macht das ganz einfach als Einsteiger. Da steht nicht viel drin und dann gebt ihr hier euren Anmelder vertippt, dann hilft das auch nichts. Gebt ihr die mit ein und dann seht ihr, die haben hier 6 Patente. Ja, das ist für Das ist für Karosserieteile, für das Energieverwaltungsmanagement, für die Lüftungsanlage des Kfz, das ist das Thema mit dem Moos, Energieverwaltungssystem, Lüftungsanlage. Also ja, ihr seht schon, eigentlich sind es nur 3 Patente. Und wenn ihr diese Patente lest, dann sind die so vage geschrieben, dass das schwer wird, diese auch zu verfechten und diese auch umzusetzen. Also oder beziehungsweise dann eines Tages zu sagen, wenn jemand anders auf die Idee kommt, dieses Moos zu nutzen, den zu verklagen. Das wird nicht passieren, weil jeder, der in den letzten 5 Jahren mal am Münchner Flughafen war, weiß, dass dieses genau das gleiche Moos dort bereits heute in den Empfangshallen ausgehängt ist. Also es hängt oben an der Wand drin
um dort dementsprechend auch die Luft zu reinigen. Das ist ja nichts, was sie erfunden haben oder was niemand vor ihnen hatte, sondern das ist die Nutzung eines Produktes, was dann als Filtersystem in einem Fahrzeug genutzt werden kann. Da ist ist nichts Innovation drin, das ist halt bestehende Dinge miteinander verbinden. Also das ist jetzt nichts, was wirklich wichtig ist. So, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, der mich wahnsinnig bei diesem Video gemacht hat. Als sie dann hingegangen sind und gesagt haben, ja, und da mussten wir uns verbiegen und standen irgendwo in einem 16-stöckigen Wolkenkratzer in den USA, weil da gibt es ja nur das Venture-Kapital. Freunde, ihr habt dieses Unternehmen aufgebaut, weil ihr anders sein wolltet. Ihr habt dieses Unternehmen mit einem Fahrzeug aufgebaut, was nicht für den Weltmarkt vorgesehen ist, weil wenn wir hier unten die angucken, wo die Reservierungen herkommen, dieses Fahrzeug ist komplett, auch bei den Touren, die gemacht worden sind, auf den Dachbereich bezogen gewesen. Ja, es ist auch in Italien vorgestellt worden und es sind auch in Italien verhältnismäßig viele Vorbestellungen. So, dieses Fahrzeug ist aber nicht für den US-amerikanischen oder den chinesischen Markt vorgesehen gewesen. Und das sind genau die beiden Länder oder die beiden Regionen, wo aktuell das meiste Venture-Kapital ist. So, wenn du jetzt mit diesem Fahrzeug in die USA gehst und du einem multimilliardenschweren Venture-Kapital-Unternehmen dein Konzept vorstellst und dann von denen erwartest, dass sie akzeptieren müssen, dass das Unternehmen immer nachhaltig ist. Warum haben die das nicht akzeptiert? Weil die Gefahren sehen, dass hier irgendein Punkt kommt, sei es die Zellchemie, sei es Klimaanlagensystem, das mit den Kühlflüssigkeiten sollte bis dahin feststehen, da dürfen sie auch nichts anderes mehr verwenden als das Freigegebene. Aber das sind alles Punkte, das sind in deren juristischen Abteilung sind das Risiken, die einfach sagen, für dieses Risiko und für diesen Paragraphen, den ihr da verteidigt, können wir in euch nicht investieren. Und bevor das jetzt wirklich zu lang und zu ausgiebig wird, nach dem, was ich hier sehe und nach dem, was ich gelesen und die letzten Tage gesehen habe, auch das Video, was der Robin gemacht hat, jetzt stellt euch wirklich mal vor, ihr sitzt anders. Eure Aufgabe ist es, ihr habt einen 100 Milliarden Fonds und euer Unternehmen, ich habe so ein Jobangebot damals nicht als Venture-Kapitalist, sondern bei der Norges Bank in Norwegen gehabt, direkt nach dem Studium dort einzusteigen, und die machen nichts anderes als das Geld der Norweger, was mit dem Öl verdient wird, als Rentenvorsorge für die gesamten Norweger zu haben. Und deren einziges Ziel ist es, besser zu sein als der Aktienmarkt. Das heißt, die investieren, die suchen sich nachhaltige, ganz wichtig, nachhaltige Unternehmen aus und investieren in die. So, und jetzt habe ich 100 Millionen Euro, ich muss gar nicht 100 Milliarden sein, sondern ich habe jetzt 100 Millionen Euro zur Verfügung. Und jetzt kommen die Kollegen von Sono Motors bei mir vorbei oder ich gucke mir das Thema an und ich stelle Fragen und kriege auf diese Fragen, die für mich in der Entscheidung helfen, Ja zu sagen, Nein zu sagen, die zum Beispiel auch in einem Rating-System, in einem Punktesystem gehen und dann steht da unten drin, kann gegeben werden oder es sind zu viele Risiken da. Und dann kriegst du keine konkreten Aussagen. Und dieses Thema mit dem NDA ist in dem Sinne nur richtig, dass sie nicht an die Öffentlichkeit gehen können. Aber du kämpfst doch nicht nur um das Geld zu bekommen mit einem Finanzdienstleister, mit einem Unternehmen. Und das läuft dann auch nicht 6 Monate nur mit einem. Dann hast du dieses Thema nicht gefasst. Dann hast du wahrscheinlich auch nicht die richtigen Experten im Haus gehabt, weil ich unterstelle gar nicht, dass die drei irgendwie etwas falsch gemacht haben, sondern da hätten sie wirklich Beratung gebraucht von jemandem, der Venture-Kapital schon eingesammelt hat, der sie auch dementsprechend richtig gebrieft hatte. Und von daher, es tut mir wirklich leid und ich habe meine 1.000 Euro, die ich da investiert habe, auch abgeschrieben. Ich denke, dass die 50 Millionen bis zum Jahresende nicht zusammenkommen werden und das ist auch sehr
übel für das Unternehmen ausgehen wird, gerade für die 100 Angestellten. Für die drei, die in dem Vorstand sind, ist es wahrscheinlich noch relativ okay, weil sie wahrscheinlich auch in der Hinterhand schon Angebote haben, die sie noch greifen können, wo es darum geht, ihre Patente, ihr Konzept zu verkaufen, wo es dann aber eben nicht darum geht, den Sion auf die Straße zu bringen, sondern dass diese Technologien, diese Patente dann in anderen Fahrzeugen Einfluss nehmen, gebaut werden oder auch nicht existent sein werden, sodass sie einfach nicht an den Markt kommen werden. Und ihr seht hier, in den letzten 7 Tagen haben wir nicht einmal 7 Millionen zusammengekriegt. Und sie müssten, um diese 50 Millionen zu erreichen, am Tag 1,67 Millionen ungefähr einsammeln. Und alle denen, ich glaube, der Markus Meinscheid war das am Donnerstag, der das auch gesagt hat, alle denen, die sich diese 25.000 Euro vom Munde abgespart haben, um in dieses Auto zu investieren, kann ich nur wärmstens empfehlen, denkt nochmal nach, ich an eurer Stelle würde dieses Geld dort nicht investieren wollen, weil ihr seht, dieses Fahrzeug wahrscheinlich nie auf eurer Hofeinfahrt stehen. Ob das Geld jetzt weg ist oder nicht, ob das gesichert ist und ihr nur einen Teil davon zahlen müsst, ich weiß, wie viele Ausreden und wie viel Schönmalerei es auch bei diesen Open-House-Terminen da gab, dass die Leute mitgenommen wurden. Ja, das machst du ganz einfach, indem du ein wirklich gutes Training vorher gehabt hast, um die Leute auch wirklich da zu greifen, wo sie emotional sind. Und wenn man das Video von Nino und seiner Frau gesehen hat, die waren auch emotional getroffen. Natürlich wollen wir, habe ich ja gesagt, in unserer Community, dass es so ein Modell gibt. Wir wollen den Goliath, der ist den, wir wollen den David, der es dem Goliath dementsprechend den Autoherstellern zeigt, dass wir nicht auf die angewiesen sind. Aber das ist halt wirklich ein Wunschdenken, wo ich vielleicht auch den einen oder anderen, wie sagt man das, Schritt auf die anderen zugehen muss, wenn ich halt abhängig von dem Thema Geld bin. Ohne Geld wird da nichts passieren. So, ich könnte noch stundenlang weiterreden, komme jetzt aber zu einem Abschluss. Ich hätte gerne mit dem Michael Schmidt, als er mich gefragt hat, eine gemeinsame Sendung gemacht. Er hätte gesagt, lass uns doch die beiden Themen zusammenführen, einfach auch vielleicht ein direktes Live-Feedback zu haben. Er hätte gesagt, er möchte gerne unabhängig sein und das weitermachen. Das respektiere ich auch vollkommen. Darum der Michael in Zukunft ab dem nächsten Sonntag ab 9.30 Uhr auf dem Kanal Michael Schmidt. Diese Sendung hier an dieser Stelle ab 10.30 Uhr. Sollte es unter euch einen geben, der YouTuber ist oder YouTuber werden möchte oder auch einfach ein vernünftiges Mikrofon und so weiter hat, der das mit mir zusammen hier am Sonntag machen möchte, rufe ich an dieser Stelle nochmal herzlich dazu auf, sich bei mir zu melden. Link zur E-Mail findet ihr auf meinem Kanal unter About. Und dann bin ich sehr, sehr glücklich oder gespannt, was die nächsten Sendungen und die nächsten Jahre für uns bringen. Ich hoffe, dass ihr von diesem Kommentar zu Sono Motors auch noch etwas mitgenommen habt, weil ihr wisst, wir sind fast die letzte Nachrichtensendung der Woche, die Elektromobilitätsthemen bringen. Und es ist sicherlich etwas detaillierter, etwas auch nicht so schön grün gemalt oder rosa gemalt, wie es bei den anderen war. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, ob das in Ordnung ist, was da ein Robin gemacht hat, ob die nicht gegebenenfalls, wenn es wirklich auf die Bretter geht, das Geld weg ist, nicht sogar zur Verantwortung gezogen werden können. Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte es vorher nachgedacht. Ich möchte Leute enablen, selber die Risiken auch zu sehen. Und wenn sie dann weiter investieren, dann sollen sie auch bitte, wenn es dann nicht geklappt haben, den Mund halten oder leise leiden. In diesem Sinne, ich weiß, es ist nicht so munter und so fröhlich wie sonst gewesen, ist auch ein wirklich schwieriges Thema, bedanke ich mich für die Zuschauer.
bedanke mich für das rege Schreiben im Chat. Ich sehe gerade eine Zahl. Wir sind 161 Zuschauer, die gerade da sind. Das ist der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für diesen Support. Lasst bitte gerne noch einen Daumen nach oben da, denn das sind noch nicht ganz so viele. Und ansonsten noch einen schönen zweiten Advent. Genießt die Zeit auch mit eurer Familie und euren Freunden. Und mich seht ihr nächsten Sonntag spätestens wieder. Und lest mich wahrscheinlich schon früher. Bis dahin, euer André von Fair. Ciao und macht's gut.